Hallo, guten Hallo. Tag. Ich bin immer noch bei Herrn Pixel Connect bei Thomas und wir spielen nochmal. Ein letztes Mal für diese Staffel wahrscheinlich, außer ich finde in den bis zur letzten Verbindung viele neue Sachen, aber Hoffentlich nicht. wahrscheinlich nicht, weil so unerschöpflich ist der Fundus beim Teddy und beim Action auch wieder nicht. Aber mal gucken, was noch kommt. Ich habe auch noch eine ganz coole Ansage. Wir hatten ja Jetzt letztes bist du mal Mal, gespannt. wenn ich die Reihenfolge nicht durcheinander gebracht habe, fantastische Pixar-Franchise mit dem Cast. Pistenkraftspiel, sage ich noch was viel Besseres, nämlich die unheilige Allianz von Jenga und der Eiskönigin. Also es ist Jawohl. eine Jenga-Variante mit der Eiskönigin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das spielen soll, wenn man nicht das Bild hier sieht. So sieht ein Jenga-Turm aus. Also wir werden das könnte jetzt auch ein bisschen Ja, kurioser werden. dilettantisch Ein werden, plus ja. Spieler. Ach, man kann auch alleine spielen. Oh, wie das geht. Zusammenbau erforderlich, Alter 6 Jahre. Ab 6, das vorgeht, das Casting war noch ab 4. Ja, aber das sind erwachsene Themen bei Eiskönigin. Ach Ich so, kann nur sagen, der wow. Trailer von Teil 2 hat mich noch nichts mit allzu großer Euphorie erfüllt, aber den ersten fand ich echt gut. So, dann tun wir doch mal raus, was wir hier alles drin haben. Kann man das überhaupt rausziehen? Das ist ja kalt. Man sollte vielleicht hier einfach so Oder guter probiert die Punkt. andere Seite. Warte mal, warum ist es eigentlich oben verpappt, wenn man es. Man muss unten aufmachen, muss. Eigentlich ist es total beknackt. Das Ja gut, damit ist schon niemand was oben Test. rausklauen kann wahrscheinlich. Ja, Habe ich schon wahrscheinlich. nicht bestanden. Hier, das sind wohl die Jenga-Steine in irgendeiner Form. Ach so, okay. Das ist irgendwie so ein Tester. Ach so, ja, okay. Noch mehr Jenga-Steine und einen Eiszauberstab. Ich fange jetzt schon mal an. Oh, das ist das Schloss mit Elsa drauf. Jetzt suche ich gerade noch die Anleitung. Schloss. Das ist der Hintergrund scheinbar, oder was? Oder wie? Und eine Die Anleitung. Verpackung, was die Verpackung braucht, nee. Inhalt. Eispalastrahmen, Aufbaukarte. Aha. Also es ist kein random Aufbau scheinbar. Schneeflockenzauberstab haben wir. Elsa-Figur haben wir. 32 Jenga-Eisblöcke, das stimmt hoffentlich. Und den Eispalastbalkon. Also gut, dann müssen wir hier wohl. Und ein Würfel, ist hier auch noch. Lege die Aufbaukarte auf den Tisch. Nun legst du den Eispalastrahmen genau oben drauf. Das machen wir, sobald ich hier mal das Rätsel der Verschnürung gelöst. Es ist kein Draht, das ist Schnur. Muss ja auch schneiden. Hier. Für was ist der Schwingel gut? Tun wir rausklopfen der Steine, glaube ich. Also wie beim Pinguin. Ja, so ähnlich, aber Ach so, muss wirklich, ach so. ich bin noch nicht so ganz sicher. Also ich finde es sehr komisch vom Anschauen her. So, jetzt habe ich den Rahmen hier und da soll doch auch noch, oder oben ist auch noch. Yeah. Was ist jetzt mit einem transparenten Gummigedönsen? Was zum. Also ich verstehe Ach, Himmel, ist nur überall festgebunden. Ach, ich habe Elsa befreit, fast. Sie ist noch ein bisschen gefesselt. Ich verstehe es auch noch nicht. Aber jetzt bauen wir das mal auf. Da ist ja eine schöne Anleitung. Nun legst du den Eispalastrahmen so oben drauf, dass es genau auf der Palastumrandung. Das haben wir. Setze die Eisblöcke in den Rahmen. Dabei müssen die Farben der Aufbaukarte entsprechen und die Eisflächen der Blöcke zu uns zeigen. Also so. So, genau. Okay. Und das ist wahrscheinlich das Blau. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Weiße. Gut. Das ist weiß hier. Also dieses Blau ist nicht so ganz definiert. Aber man hat jetzt Ne, weiß, dass hellblau er. und dunkelblau, das ist falsch, glaube ich. Ne, es gibt. Ne, Achso, es gibt dunkelblau noch. Ach, das verdammt, ist ich. hellblau, doch das dunkelblau ist das, was du gerade genannt hast. Dunkelblau Ja, es kann auch sein, dass ich und irgendeinen schon lila. falsch drin habe. Das merken wir hoffentlich dann. Noch, dann ist das dunkelblau, das ist dunkel, das ist hell, So. das ist weiß, lila. Ja, stimmt, einen habe ich falsch. Das ist Ja, das ist ein heller. Das könnte einer von einer. diesen zwei sein Ja. wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal, ist das ein dunkler? Ja, nee. Hell, dunkel, ah doch. Das ist lila. Dunkel, hell. Nee, dann Tendenziell lass mal eher am gucken. Anfang aber Hier, ah, da auch unten, da falsch. ist was falsch, Der hier, scheinbar. das ist noch dunkler. Das ist ein dunkler, richtig. Da mal ein dunkler rein. Okay. Ja, dann passt Dann mit den ist anderen beiden das hier ein raus. lila. Dann da einen hellen, hell, hell, dunkel. Genau, okay. Also so. So, jetzt haben wir es geschafft.
Hurra. Halte den Aufbau mit einer Hand hinter der Karte und mit der anderen Hand auf den Eisblöcken und richte ihn vorsichtig auf. Okay. Oh. Dass ihn alle Spieler von vorne sehen können. Jupp. Ja, okay, das ist auch schon die Geschicklichkeitsprobe. Okay, dann jetzt mal gucken, damit die Leute auch was sehen. Ja, wir können die Rückseite zeigen. Wir müssen es dann von vorne drauf schlagen. Im Prinzip sollte man von vorne drauf schlagen. Wir gucken mal, aber ihr könnt euch das ja vorstellen, wir drehen dann einfach um. So, setzt den Eispalastbalkon auf den mittleren Block der obersten Reihe. Ach so, der ist ein bisschen lose, okay. Stelle die Elsa-Person neben den Eispalast. Am Ende des Spiels wird sie vom Sieger auf den Balkon gestellt. Oh, hier. Also die Elsa schaut zu. Ach, die darf aber nicht oben drauf sein, weil die könnte abstürzen. Spielen wir. Der jüngste Spieler fängt an. Danach folgen die anderen im Uhrzeigersinn. Wenn du deinen Zug gemacht hast, gibst du den Schneeflocken-Zauberstab an den nächsten Spieler weiter. Wirf den Würfel, um deinen Zug zu bestimmen. Du würfelst eine Schneefarbe, die Schneeflocke oder Olaf. Hier haben wir einen. Da sieht man, wer Olaf sieht. Olaf. Ja, wahrscheinlich hier nicht. Und wir können bestätigen, es ist so. Okay. Nimm den Schneeflocken, also wenn alle Blöcke der gewürften Farbe entfernt sind, würfelst du nochmal. Na gut. Nimm den Schneeflocken-Zauberstab und schiebe damit einen Block, der zu deinem Würfelwurf passt, aus der Eiswand, ohne dass der Ballon herunterfällt. Ballon, Balkon natürlich. Man darf nur mit dem Zauberstab schieben. Hebe den Balkon hoch, lege deinen Block auf den mittleren Block der obersten Reihe und setze den Balkon wieder drauf. Und wenn mehr wie einer rausfällt, soll man alle draufstellen. Wenn während deines Zuges der Balkon herunterfällt, schaltest du aus. Danach wird der Eisplatz wieder ganz neu aufgebaut und der nächste Spieler beginnt eine Runde. Oh Gott. Genau, super. Mhm. Wer es schafft, den Eisturm 10 Blöcke hochzustapeln, angefangen vom ersten Block, der gewinnt. Also maximal 10 Blöcke im Endeffekt, dann ist die Runde rum. Ja, okay. Was ich nicht verstehe, vorsichtig rausklopfen oder einfach reindreschen wie ein Ochs? Ja, einfach rausbringen. Der Gewinner jubelt und tut so, als wäre er Elsa. Das ist aber wirklich die Strafe da. Alleine, es gibt Regeln für alleine. Schiebe vorsichtig einen beliebigen Block und stapel ihn oben auf. Stapel immer mehr, bis der Block höher wird. Wann ist der Block zu hoch? Achso, man kann das Ding auseinandernehmen. Steht hier. Okay, also dann müssen wir das jetzt umdrehen, weil sonst können wir ja nicht wirklich spielen. Aber wir können, man muss das hier die Relief kann man ja auch. Komm. So, also dann wollen wir doch mal. Die Elsa darf höher in neue Richtung schauen. So. Bitte sehr. Ein Olaf, was tut der? Ich hab's vergessen. Nix. Nee, weil man bloß vier Farben. Man blockt deiner Wahl. Ach nee, Olaf ist einmal aussetzen. Und Schneeflocke ist Block deiner Wahl. Also dann darf ich jetzt zweimal quasi. Fantastisch. Ja. Dunkelblau. Viel Vergnügen. Block yourself out. Oder heißt es nur, dass man weitergeben muss, aussetzen? Das heißt, genau. Dunkelblau. Ja, das steht ja super stabil. Schön. Ist das da unten? Tatsächlich. Okay. Bitte. Tendisse? Nee, du bist nochmal. Nee, aber ich glaube, aussetzen heißt einfach weitergeben, ohne dass man was tut. Ach so. Auch gut. Das ist hellblau. Geht ja schon gut los. Also da muss man festhalten, damit es sich nicht bewegt. Das widerspricht dem ganzen Jenga-Konzept irgendwo, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, aber sonst funktioniert das Ganze nicht. Yeah. Irgendwie ist das hier ziemlich eine wackelige Sache hier oben drauf. Und ja, deswegen, wenn es runterfällt, bist du draußen. Fantastisch. Ja. Ich habe Olaf. Also. Achso. Dunkelblau. Oh, geht schon. Das klappt schon. Achso, ich habe den Preis nicht nach, der war auch nicht so teuer. Also es war auch beim Action, das sagt, also es muss billig gewesen sein. Ich glaube 6 oder 8 Euro oder so, aber. Ja, so mehr. Man zahlt für die Lizenz. Dunkelblau. Das können wir auch mit den Hämmerchen machen, beim Pinguin spielen. Richtig. Was wie viel bis es 10 oben drauf sind? Ja. Jetzt haben wir die Hälfte. Nö, 4 haben wir jetzt. Olaf. 4 von 10. Ja, hier ist noch 5 auf. Ich darf einen meiner Farbe meiner Wahl nehmen. Ach so. Das ist natürlich super einfach, weil dann nämlich sagt er. Nee.
Das verkaltet ja. Also es ist ja auch... Gehst du hin? Das wieder draufstellen ist das Gefährlichste. Ja, irgendwie schon. So. Ja, blau. Blau. Das, ja, was nehme ich denn dafür? Hm. Hallo? Also die untersten drei, die sind ja quasi... Die kann man einfach Deko ausschieben. Die sind Deko. Die machen 2, 4, 6. Okay. Dunkelblau. Ja, da gibt es jetzt nicht mehr so die ganze... Dunkelblau ist aber fies. Was geht da? Das war jetzt gleich wieder, wenn alle Farben schon verbraucht sind, dann... Ja, dann würfelt man nochmal, steht hier. Na gut. Okay, wow. Das gibt ein bisschen nach vorne hier zu uns. Ja. Yeah. Puh. Okay. 2, 4, 6, 7. Oder? Tja. Ja. Nochmal dunkelblau. Nee, das ist lila. Ach, das ist lila. Lila. Tatsächlich. Was ist das für Farbgebungen, echt? Ja. Schneeig, eisig, winterlich. Eisköniglich. 2, 4, 6, 7, 8. Tja. So kann man auch spielen. Ja, so kann man es auch machen, ja klar. Oh, weiß. Weiß hat man schon lange nicht mehr. Scheiße. Es wackelt halt alles. Der ist auch verkeilt irgendwie. Der steckt so vorne. Ja, der geht noch. Ups, was? Das ganze Ding gemacht. Eigentlich war es ganz schön blöd, der wäre viel besser gewesen. Ja, ah, Gott. So, jetzt gibt's. Wir sind kurz vor dem Finale. Nochmal. Nochmal weiß. Ja, ich glaube, ich nehme. Warte mal, welchen ich nicht nehme. Der war, glaube ich, eher einfach. Ja. So. Ja, aber jetzt kommt das Starthell noch. Ich halte schon mal Elsa für dich bereit. Wir sind schon beim 10. Oder? Ja. 2, 4, 6, 8. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir sind schon beim 11. Ah, nee, das war der unterste. Nee, der unterste, der zählt nicht. Juhu! Jetzt kann ich euch das leider nicht zeigen, aber sie jubelt. Ja, Moment, ich muss so jubeln. Du musst so tun als erste Elsa. Ja, sehr anmutig. Ja. Also es könnte. Sollen wir es jetzt noch so Risiko machen und das den Leuten zeigen? Spannung. Es geht voran. Yay! Tada! Ja, was kann man dazu sagen? Komische Farbgebung. Ich finde, also mit Jenga hat es jetzt nicht so wirklich die ganze Welt zu tun. Also schon ein bisschen, klar, so raustun, stapeln. Aber irgendwo ist es sehr eng in ein Korsett geschnürt, was ja irgendwie auch wieder passt, wenn man so will. Ja, vor allen Dingen ist es nichts für Jungs. Die müssen dann das Chaos-Spiel spielen. Also das ist eine fiese Frage, was man lieber machen täte. Ich glaube, finde ich das besser. Es ging schneller und war nicht ganz so. Man kapiert es auch. Das Jenga-Prinzip. Also wir halten fest, Jenga, die Eiskönig, ist übrigens auch, wie es wirklich heißt. So, da steht nämlich die Eiskönigin völlig unverfroren. Elsas Eisturm heißt es eigentlich auch noch. Und da oben steht irgendwo Jenga. Ja, dass man auch wirklich fünf Achso, und es ist von Hasbro übrigens. Also auch hier nicht nur die Lizenz ist prominent, sondern die Macher haben auch einen Namen. Mhm. Achso, ich habe doch noch ein Spiel. Ups. Ich habe verzählt, super. Das ist hier trotzdem die letzte Folge. Wir nehmen die drittletzte vorher auf oder irgendwie sowas. Jedenfalls, wie man sieht, ganz tolles Spiel. Fantastisch. Sollen wir jetzt noch ein paar Katastrophe herbeiführen? Habe sie herbeigeführt. Jawohl. So, aber steht die noch drin? Sie steht auch noch drin. Elsa ist wie festgefroren. Passt ja natürlich. Gut. Also man sieht, das habe ich gekauft beim Action, wie gesagt. Es gibt es heute auch noch, glaube ich. Mal gucken. Schnell kaufen, bevor der zweite Teil startet, bevor es selten wird. Warum ist ja eigentlich Anna abgebildet? Die ist im ganzen Spiel nicht dabei. Olaf ist wenigstens auf dem Würfel. Naja gut, also war ein glorreicher Abschluss, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir die aktuelle Staffel der Let's Plays quasi beendet. Aber mal gucken. Vielleicht geht es ja mal weiter.
vielleicht schauen noch ein paar Leute zu, das wäre natürlich schön. Und wir werden das Ding jetzt hier wegräumen und dann machen wir was anderes. Und ihr könnt brauchst du dann die Call to Action? Ne, was? Du musst den Leuten auch sagen, abonniert das Ganze und lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, dass meine reifen Zuschauer haben das schon verstanden. Ja, das stimmt, natürlich. Das stimmt. Die paar Leute, wo sowieso immer noch zuschauen, ich glaube, die wissen es. Aber macht nichts. Abonnieren, wenn nicht passiert, nur zu. Und Daumen hoch ist auch immer gut. Und ja, genau. Dann sage ich schon mal, bis zum nächsten irgendwas. Tschüss. Tschüss.